Hallo zusammen. Wolltet ihr schon immer Magier werden, aber eine Postrolle aus Hogwarts ist zusammen mit einem Brief für euch unterwegs verschollen? Und ein Zulassungsbescheid aus Breakwell steht ebenfalls noch aus? Träumt ihr von einer Zaubererkarriere, aber wenn ihr eure alten Tricks vorführt, schläft sogar eure Oma ein? Keine Panik, denn wir haben für euch ganz tolle Zaubertricks und deren Auflösung vorbereitet, sodass sie jeder nachmachen kann. Setzt also euren Zylinder auf, holt eure Kaninchen und abracadabra! Verschwindendes Salz. Wir beginnen mit einem Trick, der von einem Zauberer namens Smoothini in der US-amerikanischen Talentshow America's Got Talent vorgeführt wurde und die Jury total fasziniert hat. Man könnte meinen, dass Salz sich nicht unbedingt als Zauberutensil eignen würde, aber in den Händen eines echten Künstlers kann es Wunder bewirken. Zuerst wird das Salz in die Faust gestreut und dann verschwindet es. Aber nur dafür, um einen Sekundenbruchteil später wieder durch ein Wunder in der anderen Hand des Magiers wieder aufzutauchen. Dann nochmal. Und so etwas kann der Zauberer nicht nur mit Salz anstellen. Das Getränk aus dem Becher eines Jurymitglieds wird vom Magier ebenfalls mit magischen Eigenschaften ausgestattet und teleportiert. That is the name. Sowas nennt man wohl wahre Magie, oder? Und um sie zu erlernen, braucht man keine Prüfung an einer magischen Universität abzulegen. Das einzige, was man dafür benötigt, ist ein solcher unscheinbarer Fingeraufsatz. Die Magier bedienen sich häufig dieses Zauberutensils und das nicht ohne Grund. Aufgepasst! Smoothini macht den Salzstreuer auf, während sich der Fingeraufsatz an seiner linken Hand befindet. Und schon eine Sekunde später ist es in seiner Faust geflutscht. Und nun stellt man beim genauen Hinschauen fest, dass der Aufsatz an Daumen seiner rechten Hand gelandet ist. Zack! Und wieder verschwindet es in der Faust. Es kann ewig so weitergehen. Das Salz geht nicht aus und die Zuschauer wittern keinen Betrug. Aus diesem Grund macht Smoothini übrigens Ableckungsbewegungen mit der anderen Hand. Tja, er ist nun mal ein echter Künstler. Verschlucken eines Ballons. Bestimmt haben viele von euch in einem Film oder vielleicht live gesehen, wie Zauberer Säbel, Schwerter und andere völlig ungenießbare Gegenstände verschlucken. Heute verzichten wir aber auf derartige gefährliche Utensilien, da ein gewöhnliches Schwert durchaus durch einen Luftballon ersetzt werden kann. Ja, das Verschlucken eines Luftballons sieht nicht weniger spektakulär aus, wenn man an die Sache kreativ herangeht. Urteilt man selbst. Es ist ein riesiges Gummiding, das man angeblich unmöglich im Inneren eines Menschen verschwinden lassen kann. Und trotzdem gelingt es, den Magiern es locker zu verschlucken, als ob es ihnen nichts ausmachen würde. Oder fast nichts. Und am Ende fängt ein Luftballon an, sogar irgendwie appetitlich zu wirken. Woran liegt es? Wir sagen es gleich vorweg, der Trick muss gründlich vorbereitet werden und zwar noch bevor ihr die Bühne mit einem Luftballon betretet. Dieser muss nämlich mit der Nadel gestochen werden. Aber nicht an dem Ende, an dem ihr ihn aufblasen werdet, sondern am anderen. Der Vorgang muss mehrmals wiederholt werden und zwar sehr gründlich, wobei die Nadel richtig durchgehen muss, damit man nachher eine gerade Anzahl an Löchern hat. Je schneller ihr den Trick ausführen möchtet, desto mehr Löcher braucht ihr. Sobald ihr damit fertig seid, könnt ihr mit dem Trick selbst beginnen. Blast den Luftballon wie immer auf, aber passt auf, dass die Luft nicht zu früh zu den Löchern durchdringt und herausgeht. In diesem Moment könntet ihr euch mit dem Publikum unterhalten, ein paar Witze oder etwas Magisches machen, um die allgemeine Aufmerksamkeit vom Luftballon abzulenken. Als nächstes müsst ihr ihn lediglich im Mund platzieren, selbstverständlich nicht mit dem durchlöcherten Ende und die Zunge dagegen pressen, indem ihr den Ballon damit allmählich zusammenrollt. Die Luft würde dabei durch die Löcher herausgehen, sodass der entlüftete Ballon komplett in den Mund eingeführt werden kann. Es bleibt nur, ihn irgendwo in der Backe zu verstecken und mit den Zuschauern zu reden. Wie jeder andere Trick erfordert auch dieser viel Übung. Aber sobald ihr gemerkt habt, dass ihr sowohl einen Luftballon als auch eure Zunge dabei völlig im Griff habt, könntet ihr den Trick noch spektakulärer gestalten, indem ihr spezielle Schluckbewegungen vortäuscht. Verschluckt aber dabei nicht das Utensil. Magische Oreo-Kekse. Mögt ihr Oreo-Kekse? Bestimmt, wer mag sie denn nicht? Aber wie genau esst ihr für gewöhnlich diese Kekse? Beißt ihr gleich rein oder zerlegt ihr sie zuerst, wie vom Hersteller empfohlen, und leckt die Cremefüllung ab? Oder steckt ihr euch einen ganzen Keks in den Mund und versucht es danach, euren Familienangehörigen zu erzählen, wie euer Tag war? Und trinkt ihr Milch oder Kaffee dabei? Vielleicht Tee oder Saft? In Wirklichkeit gibt es jede Menge Verzehrvarianten dafür. Und manche Menschen essen zuerst die Füllung auf, fügen dann die beiden Keksteile wieder zusammen und legen den Keks wieder zurück in die Packung. Das ist doch gemein, oder? Aber keine Sorge, denn ein routinierter Zauberer kann eine eben verzerrte Füllung innerhalb weniger Sekunden wieder herbeizaubern und zwar ohne geheimnisvolles Getue und sogar ohne einen Zauberstab. Die Füllung taucht wie aus dem Nichts wieder auf, aber falls ihr euch mit Magie auskennt, wisst ihr sicherlich, dass man nichts aus dem Nichts erschaffen kann. Diese Regel gilt immer und dieser Fall ist keine Ausnahme. Aber man kann einen solchen Trick durchführen, indem man einen speziellen Keks verwendet, der nicht mit Creme, sondern mit einem Stück Marshmallow gefüllt ist. Ein solches Utensil, das sofort gebrauchsfertig ist, kann man in einem Zauberladen finden. Aber wenn ihr als angehender Zauberkünstler erstmal nicht viel Geld ausgeben
möchtet, müsst ihr alles von Hand erledigen. Aber das ist viel einfacher, als es klingt. Denn Marshmallows sind sehr weich, was bedeutet, dass sie so zusammengedrückt werden können, dass es den Anschein hat, als ob zwischen den Keksteilen keine Füllung mehr da wäre. Im Anschluss soll man den Griff nach und nach lockern, damit die Füllung wie durch Zauberhand allmählich zum Vorschein kommt. Todeskette. Der US-amerikanische Zauberkünstler Criss Angel ist ein anerkannter Meister in Sachen Magie und Illusion. Er kann sogar eine gewöhnliche Kette, die in seinem Hinterhof herumlag, als Zauberutensil einsetzen. Dieser Trick wird oft als Todeskette bezeichnet, und zwar völlig zu Recht. Er wickelt sich eine Kette um den Hals, gibt die beiden Enden den Zuschauern oder seinen Helfern und, nachdem er eine dramatische Pause eingelegt hat und sich angeblich zusammengerissen hat, gibt er die Anweisung, die Kette zuzuziehen. Und sie wird auf beiden Seiten zugezogen, doch sie fällt einfach nicht vom Hals des Magiers herunter, ohne ihm den geringsten Schaden zuzufügen und ohne gerissen zu sein. Spektakulär, oder? Und ob? Das Publikum dreht jedes Mal durch. Aber dieser Trick ist gar nicht so gefährlich, wie er auf den ersten Blick scheint. Wie jeder andere Zaubertrick erfordert er eine Fingerfertigkeit. Die Ketten sind wirklich echt und können aus jedem sogar ganz robustem Material bestehen. Der Schlüssel zum Geheimnis dieses Tricks liegt in der Art und Weise, wie sich der Zauberer die Kette um den Hals legt. Aus der Zuschauerperspektive betrachtet scheint es, als ob das Utensil mehrmals um den Hals gebunden worden wäre, und zwar ziemlich fest. Aber wenn man den Blickwinkel ändert und das Ganze von oben betrachtet, stellt man fest, dass die Kette hinter seinem Kopf eine Schlinge bildet, die nur zum Schein um den Hals gelegt wurde, ohne ihm dabei zu umschlingen. Jetzt muss man lediglich dem Publikum richtig Angst einjagen, damit jeder Zuschauer glaubt, dass der Magier sein Leben riskiert. Jetzt heißt es ein paar Mal tief Luft holen, die Augenbrauen zusammenziehen, ein rascher Ruck und das war's. Ihr seid großartige, begnadete Zauberkünstler. Halskette. Habt ihr jemals von einem Zauberer namens Dunamo gehört? Er ist ein richtig cooler britischer Magier, der während jedes seiner Auftritte beim Publikum begeisterte Ausrufe und bei den Skeptikern Verwirrung darüber auslöst, wie er das Ganze hingekriegt hat. Selbst einige Jahre im Nachhinein wirken seine Tricks wahnsinnig spektakulär. Oh my goodness. Wie zum Beispiel der mit einer Halskette, der sich angeblich in den Hals des Zauberers einfrisst. Die empfindlichen Zuschauer sollten aber weggucken, denn der Anblick ist ziemlich unangenehm. Aufgepasst, der Magier öffnet seine Halskette und voilà! Oh, don't do that! Oh, oh my God! Schon ist sie unter seiner Haut, wo er sie ohne jegliche Hautverletzung wieder herauszieht. Oh, flippin' egg sucker! Aber das Erstaunlichste daran ist, dass an der Halskette auch ein Pfefferminzring hängt, den Dunamo vorher demonstrativ zerbissen hat. Das ist wahre Magie, oder? In Wirklichkeit ist das Ganze wesentlich schwieriger und deshalb spannender. Euch dürfte inzwischen klar sein, dass das Wichtigste an einem Trick dessen sorgfältige Vorbereitung ist. Bestimmt hat Dunamo irgendwelche besonderen Geheimnisse und speziellen Materialien, aber um den Trick nachmachen zu können, genügt auch ein herkömmlicher Klebstift. Der Klebstoff muss auf den Hals aufgetragen werden. Anschließend muss die Halskette oder ein Faden fest an dieser Stelle gedrückt werden. Und schon nach ein paar Sekunden scheint es, als ob der Faden bzw. die Halskette euren Hals durchgeschnitten und praktisch durchdrungen hat. Aber vergesst nicht dabei, ein Märtyrergesicht zu machen. Aber was ist mit dem Pfefferminzring, fragt sich vielleicht jemand von unseren Zuschauern. Tja, es ist ganz einfach. Ihr braucht gleich zwei Pfefferminzbonbons. Das eine müsst ihr demonstrativ aufessen und das andere zusammen mit der Halskette in der Hand zusammendrücken. Seht ihr? Das Ende der Halskette, das der Zauberer in seiner linken Hand hält, scheint dicker zu sein, als es sollte. Und der Rest ist eine Frage der Geschicklichkeit und der Übung. Münzentrick. Was wäre ein Video über enttarnte Zaubertricks ohne einen guten alten Münztrick? Dunamo ist es auch klar, weshalb er sich beigebracht hat, Kleingeld in Magiermanier zu steuern. Es ist ganz einfach. Der Zauberer dreht eine Münze. Sie bewegt sich auf ihn zu und in dem Moment, wo sie auf den Boden fallen sollte, fängt er sie mit dem Zeigefinger auf. Sie dreht sich aber weiter, als wäre nichts passiert. Eine unfassbare Geschicklichkeit. Doch diese Geschicklichkeit allein reicht natürlich nicht aus, da dieser Trick auch Übung erfordert. Beim genauen Hinsehen kann man feststellen, dass der Nagel am Zeigefinger des Magiers sich von den anderen unterscheidet. Und das ist kein Zufall, weil ein Zauberer-Utensil sehr wichtig ist. Um Dynamos Trick nachzumachen, benötigt man zwei Münzen. Eine normale und eine präparierte, das heißt mit einem Loch, das in den Münzrand gebohrt wurde. In dieses Loch müssen ein dünner Draht gesteckt werden, der seinerseits entweder auf einem aufgesetzten Fingernagel befestigt oder einfach mit beidseitigem Tesafilm am Zeigefinger fixiert werden soll. Nun kann sich die Münze an der Fingerspitze drehen, ohne herunterzufallen. Und das ist noch nicht alles, denn sie müssen im richtigen Augenblick vertauscht werden. Dafür muss man den Tisch am entgegengesetzten Ende anheben und die Münze in die gewünschte Richtung lenken, um diese zur Rotation zu bringen. Aber in dem Augenblick, in dem sie den Tischrand fast erreicht hat, muss man die andere Münze drehen, die am Zeigefinger befestigt ist. Vergesst aber nicht, eure Hand unter dem Tisch zu halten. Nun muss sie lediglich im richtigen Augenblick gehoben werden und der Trick ist fertig. Und übrigens, die Münze am Draht hört praktisch sofort auf zu rotieren. Und um den Effekt zu verstärken, muss man sie vor den Mund halten und darauf pusten. Psst,
Leute, Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!